Franz Meerstorm. Günther Willers. Und ihre Maschinen. 320 PS. Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder. Auf sie ist Verlass. Im Westen und Südwesten lokale Schauerbildung. Die Messwerte von 18 Uhr. Salzburg stark bewölkt 10 Grad. Innsbruck bewölkt 8 Grad. Wien Regenschauer 12 Grad. Der Luftdruck ist allgemein fallend. Und nun eine Verkehrsdurchsage. B3 Verkehrsservice. Am Grenzübergang Salzburg stauen sich ca. 700 Lastkraftwagen. Die Fahrer müssen mit Wartezeiten bis zu 8 Stunden rechnen. Das kann ja heiter werden. Hey, Franz. Hey, was ist los? Ich glaube, wir kriegen Besuch. Wer? Schleichst du denn hier rum, hä? Schleich nicht rum. Ich suche euch seit Stunden wie ein Blöder. Kursänderung vom Holzner. Ihr sollt sofort nach Italien. Oh, das noch. Ich brauche erst mal einen Kaffee. Ah. Das war nicht abgemacht. Da fahre ich nicht hin. Es ruft halt erst einmal den Holzner an. Was heißt denn gegen Neapel? Napoli. Salz im Bocca. Mag ich nicht. Savaglione? Mag ich auch nicht. Jeden Tag Sonne. Mensch, ich will endlich nach Hause. Was hat er denn? Heimweh. Meerstong, Sie kennen sich doch aus. Wenn der Kunde seine Maschinen übermorgen Abend auf der Ausstellung in Neapel haben will, dann bringen wir sie ihm hin. Terminfracht, das bringt doch die Kohle. Okay, ich habe nur noch ein Problem, Chef. Willers will nach Hause. Dann bringen Sie ihm eben bei, dass er nach Neapel will. Ja, ohne Sonderprämie läuft da gar nichts. Na, nix da. Das kommt diesmal überhaupt nicht in Frage. 1000 pro Person und bar auf die Kralle, sonst... Das ist so, Chef, sonst haben wir keine Lust. Also gut, 800. Also hier sind noch 2 Groschen drin. 1000 für jeden. Hallo? Hallo, sind Sie noch dran? Ja, ist okay. Das werden Sie mir büßen, der Presser. Okay. Also, bis dann. Ein Würstchen. Alles klar? Ja, ohne Spesen läuft gar nichts. Kannst du haben. Wie viel? 1000. Viel Spaß. Wie viel? 1000. Wer war nicht drin? In München regnet es bestimmt. Ja, will ja auch stark hoffen. So.
die Luft wärmer wird, wa? Weißt du eigentlich, wie Sabayone gemacht wird? Sabayone? Eigelb, Zucker, Masala. Denkst du, ich bin von Leberwurst stolz und dick, wa? Mia Italia! E, prego, due salti in bocca e due sabayone. Grazie. Du hast mehr Fleisch als ich. Aber warum gucken die denn alle so? Die staunen, dass wir unser Autoradio nicht bei haben. Geht doch nicht, ist doch fest eingebaut. Das ist ja gerade das Gefährliche. Na ja, klauen sie dein ganzes Auto, bloß weil sie das Radio haben wollen. Ich hatte mal einen Kumpel in Deutschland, der hat sich ein nagelneues Auto gekauft. Ich wollte eine Urlaubsreise nach Italien machen. Schlau wie er war, hat ich gesagt, ich stelle das Auto in die Garage und fahre mit dem Zug. Fährt mit dem Zug, kommt wieder, macht die Garage auf. Auto ist weg. Woher weißt du das? Kennst du den Kumpel auch? Bin ich besoffen? Hey, was ist denn los? Was ist denn los? Der ist weg! Der ist weg! Du bist doch wirklich zu blöd! Ich hab gesagt, ich fahre nicht hierher. Das habe ich doch im Gefühl gehabt. Im Gefühl! Genau, im Gefühl! Scheiße! Das kann doch nicht wahr sein! Vor deinen eigenen Augen! Und du hast ihn vor der Nase gehabt! Los, wir müssen zur Polizei. Augenblick. Allein! Allein! Signorina! Bitte! Kollege, bringen Sie mich ein Stückchen mit? Okay. Ich fahre zur Polizei! Du rufst Häufner an! Certo, prego. C'è il documento? Merston? Ja. Franz. Da keine Schreibmaschine hier? Dann gehen noch langsamer. Also. Hören Sie mal, der LKW ist gerade eine halbe Stunde weg. Wenn man sich ein bisschen beeilen würde, dann könnte man ihn vielleicht noch erwischen. Wissen Sie, ich habe das Gefühl, Sie wollen gar nicht, dass mein LKW gefunden wird. Pronto, stazione comando, mi dica. Questa è una telefonata anonima. Quello che avete lì davanti lo dovete arrestare. È quello che ruba il camion, è grasso, c'ha il cappelletto. Grosso, capito? Arrestatelo! Welche firma sagten Sie? Holzner. Merston Franz. Merston Franz, Franz Merston, ja, haben Sie alles schon aufgeschrieben. Wenn Sie jetzt noch mein Geburtsdatum auswendig lernen, sind die LKWs bald in Libyen. Seltsam. Ja, finde ich auch. Das ist ein dritter LKW der Firma Olsner. Das verschwunden in diesem Jahr. Oh, das ist aber interessant, was Sie da erzählen. Gerade hat ein Kollege von dir angerufen. Heißt der Villas zufällig? Nein, nein. Er hat seinen Namen nicht gesagt. Er sagen, du LKW, du rubato il camion. Also auf sowas wäre es doch wohl nicht einfallen, ne? Chef, ich habe mit der Sache absolut nichts zu tun. Die Leute müssen doch hier in der Nähe sein.
Wir haben keine Zeit zu verlieren. Herr Marsden, Sie sind vorläufig verhaftet. Wenigstens eine Diebstahlsmeldung besorgen können. Du bist gut. Die Polizei hängt mir einen Versicherungsbetrug an, nimmt mir einen Pass ab und ich soll mir eine Diebstahlsmeldung besorgen. Holzner will aber, dass wir mit dem Formular sofort nach München kommen. Mensch, mach dir doch mal unsere Situation klar. Solange der Wagen verschwunden ist, bleibt doch der Verdacht, dass wir die Finger im Spiel haben. Und was das in unserer Branche bedeutet, weißt du ja. Aus, Ende. Nicht mal mehr Müllabfuhr. Übertreib nicht. Und Kaffee per Favor. Irgendwie wird sich das schon aufklären. Wie denn? Sollen wir warten, bis die Ladung verkauft ist und sie den Lastwagen irgendwo abstellen? Kommst du denn darauf? Weißt du, was die Polizei erzählt hat? Das ist nicht das erste Mal, dass bei Holzner Lastwagen verschwinden und die Ladung verkauft wird. Ach. Meinst du, Holzner hat was damit zu tun? Frag mich nicht, weiß ich nicht. Jedenfalls bleibt sowas immer an den Fahrern hängen. Siehst ja, mich jagen sie schon. Wir müssen den Lastwagen wiederfinden, das ist unsere einzige Chance. Ja, mir soll's nicht liegen. Na? Schönen großen Wagmann hast du. Du, Len, kauf! Ja. Hey, Franz. Mensch, ich hab schon keinen Lastwagen mehr, da will ich wenigstens einen schönen großen Wagmann haben. Ihr Fahrer? Ja. Im Moment aber leider nur Fußgänger. Geklaut. Ihr keine Sorge, ich helfe. Hm? Wunderbar. Sag mal, stimmt das, dass Sie die geklauten Lastwagen nach Süden fahren, nach Bari? Ich nicht wissen, du nicht wissen. Mein Onkel wissen. Soll das ein Sprichwort sein? Mein Onkel Rocco kennt gewisse Leute. Vielleicht er kann für euch auch etwas machen. Ich jetzt euch mitnehmen nach Bari. Dann wir sehen weiter, okay? Fällt dir was Besseres ein? Auf nach Bari. Komm mal bitte. Ich kleine Batterie, eine kleine Sprung, ja? Okay. Hupp, ho! Ah. Kommt uns doch kein Mensch durch. Komm mal. Buongiorno, Buongiorno, Paolo. Ah, hier sind wir schon. Günther, aufstehen, wir sind da. Wo sind wir denn? Keine Ahnung. Die Nähe von Bari. Ah, die Nähe von Bari. Da sind doch die Bullen. Ich sag doch, die stellen mir nach. Jetzt haben sie mich am Arsch. Alles klar. Hoffentlich. Okay. Buongiorno. Documento la patente della carta di circolazione. Ecco qua. Guarda che lei deve andare piano in quanto la strada è tutta curva del pericoloso. Sì, sì, lo so, ma è solo che sono tre mesi che manco da casa. C'è mia moglie che mi aspetta, i bambini, una cosa l'altra, la fretta, allora così, insomma, no, senza pensarci. A casa vedeva la moglie e i figli, deve andare piano. Lo so. Quindi, mio, vi prometto che non succederà mai più, è proprio stato un caso, perché senza cosa mi ho spinto sul pedale, allora sa che... Attenzione, moglie va bene, sii attento e vada va bene. Piano. Va bene. Grazie, grazie, grazie ancora, arrivederci. Ha
Hast du gesehen, wie ich das gemacht habe? Polizisten ist geworden so klein. Beziehungen. Mein Onkel Rocco, jeder kennt ihn. Die lesen Leone. Ah, bitte, weiter, weiter. Wenn ich alles klären, wenn du bei mir, keine Gefahr. Kollegen, die immer kochen für die Spaghetti, essen eine Pille, so ein Salat. Ah, Giuseppe, was ist bei? Ich bin bei mir, teniamo ospiti. E tu sei lì davanti, non gli sul caso. Cosa dici, papà? Ho capito, Giuseppe. Maria, mi molto male. Hai lasciato? Che pausa? Vuole l'occhio, Giuseppe? Ja. Wenn die Nudeln nicht so trocken runterwürgen. Aspetti con la televisione, vai a mangiare, no, no, no. Ciao, bambini. Ehi, ciao, Rocco! Ma dico che ti manca proprio il venerdì. Ma cosa intendi da? Guarda che questi sono gli studenti. Ma tu del bene. Se non mi schiarti in pacchetti delle cose non capisci un cazzo. Der Onkel ist ja außer Hand und Bein. Wahrscheinlich mag er sein Paolo nicht so besonders. Oder der steckt da mit drin in der Geschichte. Meinst du in unserer? Ach so. E sai perché? Per farli diventare uomini. Quello che tu forse non sei. Sì. E che cazzo avete la guardata? Mangiate, mangiateli! Mangiate! Questa guarda sempre la televisione. Kann das wohl nicht helfen, dein Onkel, ne? Ah, doch, doch. Onkel Rocco, immer viel Temperament. Ich komm gleich, ich gehe im Moment zur Zigaretten kaufen. Jetzt ja, Zigaretten kaufen? Ja, ich habe keine mehr und ich möchte rauchen. Ich bin gleich wieder da. Was glaubst du, der ist doch weg. So, jetzt sitzen wir hier in Bari. Wir sind mit dem LKW längst über alle Berge. Ach komm, lass uns abhauen. Irgendwie kommen wir schon über die Grenze. Oder wir gehen zur Botschaft. Oder wir stellen uns. Uns stellen? Haben wir was ausgefressen? Ich will doch nicht in den Knast. Warte mal, ich versuche mal was. Onkel Rocco. Bitte Rocco? Ja. Wo arbeitet er? Dove lavorare? Perché interesse? Wir müssen es wissen. Es ist sehr dringend. Bitte, prego. Se ci tenete tanto, ve lo dico. Lavora come contabile presso un concessionario di camion. Camion? LKW? Und wo, dove è la strada? La strada? Sì. Qua vicino, via San Marco 24. Via San Marco 24? Molto grazie. Grazie. Günther? Ja? Hast du noch was gesehen? Nee. Wir haben ja auch erst die Hälfte. Machen wir weiter? Die Schnauze voll.
Sieht doch verdammt wie unser Auto aus. Passt. Passt. Was haben wir denn hier? Ach, Firma Magione. Agrigento. Gute Arbeit, ne? Das ist doch Sizilien, oder? Ja. Na, die werden sich wundern. Signore Prego. Portatelo via! Günther! Ey! Sind weg, ja? Ja, sind weg. Opa! LKW! Ah, sind auch weg. Komm schon, komm. Maledetti bastardi. Li odio. Va meglio? Ma che razza di pasticci vi siete andati a mettere? Ich verstehe dich nicht. No, no. Du sei malato. Devi stare così. Ja, bin krank. Stai comodo? Va ja. Bene così? Mm. Va bene, grazie. Ora posso andare. Grazie. Mi raccomando, non alzarti. Ok. Wenn wir jetzt sofort hinterherfahren, können wir ihn noch schnappen, bevor er nach Sizilien übersetzt. Verstehst du? Glaub mir, Franz, ich muss ihn nur tun. Aber ich habe Kontrakt, ich müsste nach Verona. Katze hinter dem Sohn. Vielleicht wird er besser mitkommen. Paolo, ich habe meinen Lastwagen gesehen. Ich habe sogar selber drin gesessen. Ich weiß auch, wo er hinfährt. Da nebenan liegt halb totgeschlagen mein Freund. Meinst du, ich fahre jetzt einfach so nach Hause? Papa, ma noi abbiamo il nostro Fiat. Non ti mischiare, è già creato abbastanza casino. Was no? Ein Fiat? Ma fatti, non ho una idea, Mensch, Fiat per me. Das ist ein guter Männer. Du brauchst doch nicht mitzufahren. Ich hab doch gar nicht gesagt, dass du mitfahren musst. Ich fahr doch alleine. Und was machst du denn hier? Ich denk, du bist im Bett. Ist der verrückt. Total verrückt. Sorella, bring ihn zurück ins Bett. Franz, es ist Wahnsinn, da allein hinterher zu fahren. Ja, du kannst jedenfalls in dem Zustand, in dem du bist, nicht mitfahren, oder? Franz, mein Freund, bitte, lass die Finger davon. Mensch, behandelt mich doch nicht alle wie einen kleinen Jungen. Wenn du mein Freund bist, dann gibst du mir den Fiat. Altes Auto. Das macht doch nicht. Gut. Wie alt? 20 Jahre. Mensch, dann bezahle ich dir doch. Du kriegst doch nie wieder mehr Kohle als von dir. Hier. Das ist zu viel. Ich ruf dich an. Wo steht dein Auto? Zeig mir. Komm. Adi, bitte. Mensch, Franz. Ich muss unbedingt telefonieren, bitte. Grazie. Hallo? Wählers! Wo stecken Sie denn, Menschenskind? Ich brauche doch die Anzeige. Schreien Sie nicht so. Ich habe Kopfweh. Eine Gehirnerschütterung. Was interessiert mich Ihr Kopfweh? Ha? Was, wo ist der LKW? Nein, das hat doch alles keinen Sinn. Machen Sie die Anzeige und kommen Sie nach München zurück. Was ist? Sie werden gesucht? Ach, so ein Quatsch, anonymer Hinweis ist doch lächerlich. Gehen Sie endlich zur Polizei, das wird sich bestimmt aufklären. Was heißt, Sie haben gut reden? Das ist mein LKW und ich will nicht, dass Sie ihn suchen, verstanden? Nein, das ist zu gefährlich. Na also, hoffentlich. Firma Santuccio in Agrigento, aber schnell, ja?
nein, das ist viel zu gefährlich. Ja, sicher. Ich weiß, was für uns auf dem Spiel steht. Ja. Ja, ist gut, ich komme runter. Ciao, Santuccio. Ciao. Frau Krüger, reservieren Sie für mich einen Flug nach Catania für morgen früh, ja? Verbrecher! Mafioso! Ganove! Na, warte. Wir sprechen uns noch so. Scheiß Kiste! Au! Essen. Danke, ich kann dort nicht mehr. Wann fährst du nach Verona? Das ist verschoben. Der Franz meldet sich nicht. Da muss was passiert sein. Du bleibst hier. Erst werd dann gesund. Hier eine Patrouille. Si, si. Trink das. Si, allein hat er da auch gar keine Chance. Buona medicina questa. Bevi, bevi, forza. Geht besser, ja? Danke. Den Rest trinke ich später. Ich lege mich jetzt erst etwas hin. Zum Gruße, liebe Schwestern. Buongiorno, Signorina. Buongiorno. Sprechen Sie vielleicht auch Deutsch? Ja. Haben Sie irgendwas mit dem Autobus zu tun hier? Na, ich bin die Reiseleiter. Oh. Hören Sie mal, Sie fahren da nach Süden. Fahren Sie zufällig nach Sizilien? Ja, natürlich. Dann müssen Sie mich mitnehmen. Wieso? Ich weiß nicht, warum. Das ist doch ganz einfach. Sie fahren mit dem Bus nach Sizilien. Und ich will nach Sizilien. Das ist doch klar, wenn Platz frei ist. Ich meine, es ist doch nur logisch, dass Sie mich mitnehmen. Ihre Logik ist umwerfend. Ich kann mich unterwegs auch ein bisschen nützlich machen. Ich kann die Scheiben waschen oder ein paar Fliegen abkratzen oder irgend sowas. Na gut. Warum sollte ich Sie nicht mitnehmen, wo Sie so ungemein vertrauenerweckend aussehen?
Ich weiß, was Sie meinen, weil ich ein bisschen schlecht rasiert bin. Ich hatte da hinten eine kleine Panne. Steigen Sie ein. Aber bringen Sie mir meine Reisegruppe nicht durcheinander. Die Damen da hinten. Wo denken Sie hin, um Gottes Willen? Sagen Sie, wenn Sie nach Sizilien fahren, kommen Sie da auch an Agrigento vorbei? Steht zumindest auf dem offiziellen Programm. Oh, trifft dich gut. Dann muss ich nämlich aussteigen. Danke. Kann ich mich hier ans Fenster setzen? Ja, sicher. Schwestern, kommt ihr bitte. Kleiner Unfall. Sie werden doch nicht von der Polizei gesucht. Nein. Das heißt, wenn Sie schon so direkt fragen, ein bisschen schon. Wahrscheinlich. Ja, sehr schön. Pietro. Cinzia, vielleicht etwas mehr nach links. Ja, gut. Genau. Fertig. Danke. Pietro! Das haben Sie ja wunderschön gemacht, Schwester. Meine liebe Schwester, leider muss ich Ihnen sagen, dass unser Busfahrer verschwunden ist. Aber keine Sorge, ich werde sofort einen neuen Fahrer bestellen. Wie wollen Sie das machen? Dann müssen Sie mindestens 10 Kilometer laufen bis zum nächsten Telefon. Ich brauche kein Telefon, Mr. Mersong. Sie wollten sich doch nützlich machen. So, jetzt haben Sie eine Gelegenheit. Gut. Fahr ich die Mädels. Nochmal schönen Dank, dass Sie mich mitgenommen haben. Ich danke Ihnen, dass Sie eingesprungen sind. Ah, nichts zu danken, habe ich doch gern gemacht. Haben wir wenigstens ein bisschen von der verlorenen Zeit wieder rausgeholt, ne? Mir ist auch jemand eingefallen, der Ihnen vielleicht helfen kann. Ja? Und wer? Mein Onkel Ezio. Ach, schon wieder ein Onkel? Und? Was macht er so? Was kann der? Er hat eine Autowerkstatt. Er kennt jeden und kann alles. Kennt jeden und kann alles. Das ist noch keine Servolenkung hier. Das ist noch ein richtiges altes Dampfauto, ne? Links rum. Buonasera. Conosce Magione, spedizione. Buonasera. Conosce Magione? Non conosco Magione. Spedizione Magione. Non esiste Spedizione Magione. All'Agrigento Spedizione Magione. All'Agrigento. Non esiste, te ne va. No, grazie. Muss doch hier sein. Questi hanno guai grossi, hanno dei problemi seri. Ma per cortesia, ma ti rendi conto, arrivi, ti sei messo con questi dalla Germania, c'hanno i problemi seri, ma dico, può essere mai che zo. Fatti una cosa, ma se non li aiutiamo noi a questi due, chi li aiuta? Ma lasciami lavorare! Sag ihm, wenn uns weiterhelfen kann, zahlen wir ihm 2 Millionen. Ja, Lire, nicht Dollar. Kostet uns keinen Pfennig, ist ein Teil der Versicherungssumme. Chi ha detto? Dice che ti dà 2 milioni di lire, ma hai capito sì o no? Li vuoi aiutare sì o no?
Senti una cosa, non ti mettere così con queste cose, perché io dei milioni non ho che cosa farmene, con sincerità, perché non faccio queste cose per i milioni, va bene? E poi sta cosa che la ditta Maggione qui non esiste ad Agrigento. Mi sono informato, è una invenzione che si è messa. Conosco un amico, ora io ci telefono. Può darsi che qualche cosa possiamo fare, va bene? Eine Firma Maggione gibt es hier nicht. Es ist ein erfundener Name. Und wer steckt dahinter? Vielleicht ist es Santuccio. Aber Ezio wird es schon herausbringen. Ja, hoffentlich. Buonasera. Genosse, Spedizione Maggione. Wo? Maggione? Maggione, wo? Grazie. Buonasera. Studi, Spedizione Maggione. Dove? Oh, Firma Holzner. Niente. Oh. Oh. Pronto. Don Angelo Santucci. Cammina, scusa. Cammina. Cosa lo volete? Maggione dove parlare. Maggione? Sì, Maggione, sì. Dove parlare, cammina. Ah, io che ho detto Maggione? Ich bitte Sie, die Ungeschicklichkeit meiner Leute zu entschuldigen. Oh, ja, das... Sagen Sie mal, sind Sie ein Freund von Hutzner? Sein Partner. Ich bin hier in Agrigento, um nach dem Rechten zu sehen. Ein Partner, ja? Ok, capo, stai tranquillo. Cerco di farlo fuori io. No, no, figlio. Puttana, è cosa nostra. Ich habe viel zu tun, entschuldige Sie. Aber der Salvatore wird Ihnen alles erklären. Ok, danke. Come on.
Freund Ezio, was macht denn der eigentlich? Er versucht rauszukriegen, wo unser LKW ist. Ich sagte, der ist längst in Afrika. Ich sagte, der ist noch hier. Sag mal, was sind das alles für gelbe Krümel? Hast du die reingeschleppt? Zeig mal deine Schuhsohle. Ich wieder, ne? So ein gelber Sand. Darf ich mal? Der lag auch überall im Büro von Santuccio rum. Das ist aber kein Sand. Riech mal. Der riecht so nach Streichhölzern, oder? Das ist Schwefel. Schwefel. Santuccio. Klar. Was ist klar? Gar nichts ist klar. Es ist nur so ein Silberstreif am Horizont. Andiamo. Was ist denn jetzt schon wieder? Affaccia bene, sentimi cantare. Hallo, Ezio. Hey. Ist es möglich, dass unsere Lastwagen, die Camioni, versteckt sind in Schwefelmine? Schwefelmine? S. Die chemische Tabelle S. Schwefel, weißt du? Schwefel. Ja, warte mal. Hier ist vielleicht noch genug dran. Ah. Oh. So was. Das ist echt jetzt Zolfo. Ja, Zolfo. Ja. Santuccio. Wo? Ah, Miniera, ja. Santuccio. Dove, wo? È lì che è nascosto camion. Miniera. Sì. Dove, wo? Dove? Là. Dritto. Poi a destra. Das finden wir doch alleine nie. Poi ancora a sinistra, poi dritto. Fahr poi du uns hin. Avanti. Du, zusammen, komm. Ich. Ja. Insieme. Ja, ja, komm. Auf geht's. Traktoren nützt uns der ganze Lastwagen nichts. An die kommen wir auch noch ran. Die können gar nicht weit sein. Jetzt freu dich doch, Mensch. Gib mir ja schon alle Mühe. Hauptsache, wir haben ihn erstmal. Ne? Hauptsache, die Traktoren sind nicht längst auf dem Schiff. Hey, da ist Freund Schwarzlocke. Ehrlich? Der will uns in die Luft jagen. Der Trailer brennt. Was?
machen wir jetzt? Jetzt lassen wir eine neue Scheibe einbauen. Und dann? Und dann? Dann versuchen wir, ob wir die Traktoren finden. Oh, und dann? Und dann versuchen wir, ob wir meinen Pass wieder kriegen. Oh, und dann? Und dann fahren wir auf dem schnellsten Weg nach Hause. Oh ja. Und dann? Und dann? Und dann? Ich kann dir das dein ganzes Leben erklären, Mensch.